Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Detroit Become Human. Heute holen wir uns gleich zwei Trophäen, und zwar ist das einmal Zweifel und dann Gnadenlos. Das Ganze im Kapitel Eden Club. Und hier haben wir dann auch wieder zwei komplett unterschiedliche Enden des Kapitels. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, was wir hier machen, finde ich übrigens auch sehr interessant, wo dann hier die Sympathien hoch und runter gehen, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Deswegen für euch gleich der Hinweis, ganz, ganz wichtig. Die Entscheidung, die ihr mit rübernehmen wollt durch eure Story, macht die als erstes und anschließend die andere Trophäe halt ohne Speichern ausführen, sodass ihr auf eurem ersten gewählten Weg bleiben könnt auf alle Fälle. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden also hier zum Eden Club gerufen, weil es hier wieder einen Mord gab, und wenn wir dann diesen Mord hier aufklären, oder besser gesagt herausfinden, wer der Täter ist, müssen wir natürlich den Täter jagen. Also hier wurde auf alle Fälle einer der Kunden, ja, unliebsam gewirkt auf dem Bett, und dann geht es den Androiden, der das war, halt den Abweichler auch zu finden. Dafür müssen wir ja hier unterschiedliche Androiden, ja, uns mit ihnen verbinden, um zu sehen, um zu finden, ah Mensch, wo ist denn die blaue Tracy hingegangen, weil wir suchen die blaue Tracy, und die können wir dann halt hier zwischendurch natürlich finden. Wir sehen das hier gleich. Da läuft sie gerade ins Bild, richtig, dann trackt er die, dann seht ihr, aha, eine blaue Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Geht dann rüber Richtung des Eingangs, nehmt euch den nächsten Androiden und hofft halt, dass der auch, ja, die Tracy gesehen hat. Guckt da ruhig so ein bisschen, welcher Androide könnte das sein, wer hat ungefähr die Blickrichtung, um sie zu sehen. Und auf die Art und Weise jagt ihr sozusagen den Androiden durch diesen Eden-Club hindurch, um dann am Ende hier bei diesem Kampf zu landen. Und hier ist dann eure Entscheidung gefragt. Abdrücken oder nicht abdrücken, schießen oder verschonen. Ich habe mich hier fürs Verschonen entschieden in meinem Durchgang, weil das ist das, was ich am Ende haben möchte. Aber jetzt möchte ich hier das Ende gar nicht zulabern. Dieser Mann erschlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. So, das war's also, das Ende Nummer 1 vom Eden Club, was möglich sein kann. Wir sehen das hier natürlich auch wieder in der Timeline dann hier hinten. Die Abweichler sind entkommen und erhalten dafür die Trophäe Zweifel. Und jetzt gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten und natürlich auch eine weitere Trophäe, und zwar die Trophäe Gnadenlos. Dafür geht ihr einfach dann zurück ins Hauptmenü, sucht euch dann hier vorne den entsprechenden Checkpoint aus zum Laden, Kontrollpunkt laden, wenn ihr das Lager betretet, das ist die kürzeste Variante. Ich wähle dann hier immer aus nicht speichern, damit ich halt wie gesagt bei meiner ersten Entscheidung bleibe, und hier werden wir sie jetzt nicht verschonen, und ich lasse euch mit dem Rest des Videos allein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vor allem schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Warum hast du sie umgebracht? Sie hatte nichts mit der Sache zu tun. Als dieser Mann die Tracy tötete, wusste ich, ich bin die Nächste. Ich hatte Angst. Ich flehte ihn an, doch er hörte nicht.
Also legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ja, ich habe ihn umgebracht. Aber ich habe mich dabei nur verteidigt. Ich wollte doch nur leben. Ich wollte zurück zu meiner Geliebten. Und die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß. Ihre schmutzigen Wörter. Aber du... Du hast sie mir weggenommen. Ich liebe sie. Ich habe sie geliebt. Thank you.